Hey Leute, willkommen zurück zu Final Fantasy 15. Wir sind hier allein mit Noctis und müssen jetzt in die Festung eindringen. Ja, wir wurden von unseren zwei Kameraden getrennt. Wir könnten noch theoretisch sie spielen, aber ja, ich habe es ja schon im letzten Part sehr oft erklärt. Es wäre halt auch einfach und deswegen, nö. Wir spielen auf normal. Damit soll niemand gejudged sein, wenn er Ignis und Gladius spielt. Weil Ignis und Gladius Szene macht nämlich mehr Spaß als Noctis. Das muss halt gesagt sein. Alterna Ringmagie, ein arkaner Zauber, der die gesamte MP verbraucht. Ja. Wenn du da. Aber okay, um alle Gegner im Umkreis ins Nichts zu verbannen. Das heißt, es tötet alles. What the fuck? Also ich glaube, wir sollen hier nach unten, ne? Ich will mich nämlich erstmal hier rumgucken. Wie viel Ether haben wir denn? Weil das wird nämlich auch wichtig sein, Ether. 16. Hätten wir vielleicht... Obwohl, ja, gut, 16 für ein Kapitel. Weil danach, ich glaube, in Kapitel 14 hat man ja, glaube ich, wieder seine Waffen. Also für ein Kapitel, ich glaube, da werden jetzt 16 Ether reichen. Beziehungsweise für... die Hälfte eines Kapitels. Man würde jetzt nicht das ganze Kapitel nur Noctis spielen. Man hat ja seine Kameraden. Oder war das erste Kapitel für... Ich weiß es nicht. Oder gab es sogar noch nicht noch... Ich bin mir da nicht sicher, ob das 14 Kapitel waren oder ob das mehr waren. Ich glaube, arg viel kam jetzt eigentlich nicht mehr. Also es kommen natürlich noch die DLCs danach. Also das wird natürlich auch noch hinterher gehängt, klar. Ist ja auch die witzige Story, weil es gibt ja 4 DLCs, habe ich ja schon mal gesagt. Episode Gladio, Episode Ignis und Episode Prompto. Obwohl, bis jetzt gibt noch eine letzte, aber ich werde mal nicht spoilern. Ich werde mal jetzt nicht sagen, wer welcher Charakter ist. Ja, ich meine, das DLC gibt schon seit Ewigkeiten, aber ich werde trotzdem mal nicht spoilern, wer wem diese Bonus-Episode oder diesen DLC gehört, aber ich sag nur mal, dass ich diese Episode, die ich schon vor einem Jahr gekauft habe und immer spielen wollte, aber ich habe es nicht getan. Jetzt ist die perfekte Zeit dazu. Und wie schon gesagt, das wäre dann komplett blind für mich, dieser DLC. Die anderen 3 habe ich schon gespielt. Obwohl es ja sogar bei Prompto sogar eine Sidequest gibt. Weiß nicht, ob ich die schon mal erwähnt habe, aber die werden wir natürlich auch noch machen. Oh. Dafür heilt sich die MP wenigstens sehr schnell. Also Ether sind eigentlich ziemlich unnötig in diesem Spiel fast. Also zumindest vorher. Jetzt werden sie schon im Kampf auch benötigt. Ja, genau. Okay. Jetzt kommt... Can't help your friends if you can't help yourself. Nur halt deine Schnauze. Gotta hurry and find them, wherever they are. Ja, genau. Also jetzt kommt der Hallway Simulator. Das heißt, du läufst jetzt hier die ganzen Gänge. Genau, das ist ja auch der Grund, warum die diese Sache auch so... Ja, verstecken. Das ist schon mal ein sehr gutes Zeichen. Das ist ja auch der Grund, warum die Noctis-Seite so kacke ist. Ja, die ganze noch Gänge läuft. Can't you simply taste the air of foreboding? Was ist denn so lustig?
Unprogrammierte MI laufen festlegende Runden ab. Wenn sie dich entdecken, ist ein Kampf unausweichlich. Also sei vorsichtig. Versteck dich in Ritzen und hinter Vorsprüngen, um Kämpfe zu vermeiden und MP zu regenerieren. These don't look like typical MTs. Sind die überhaupt auf der Karte markiert? Nein, sind sie nicht. Im Kampf kannst du keine Türen öffnen oder Mechanismen bedienen. Entferne dich, um die Kampfhandlung einzustellen oder besiege die sämtliche Gegner. Might make it in here. Must be tiring having to run all the time. Ja. That magic is a royal disappointment. Macht einfach das da und ist einfach ein Bekloppter. Wie ich. Ja, hier, wenn man sich verstecken soll, ja super. Das weiß ich doch nicht. Aber die ganze Zeit verstecke. Ja, es wird auf jeden Fall noch ein Spaß mit den ganzen hier. Vor allem, weil das übelst gruselig ist, diese Section. Also ich meine, Final Fantasy 15 hat sehr viele Jumpscares tatsächlich. Ja, wie zum Beispiel der. Wie zum Beispiel der. Something different about them. Ja, ich habe mich gerade eingekackt. Nein, ich will nicht wechseln. So sehr habe ich mir jetzt auch nicht eingekackt, dass ich die Route wechsle. Oh, eine Sicherheitsge... Peace was never an option. Peace. Ich bin eine Pussy. Oh, ich bin eine Pussy, habe ich noch gerade gesagt. Oh, nee, warte. Ich bin keine Pussy. Der ist fast tot. Hä, die gehen da voll schnell drauf. Vor was verstecke ich mich denn vor denen? Junge, dieser vier. Das Ausweichen hat ihn einfach gerade fast umgebracht. Was machst du so doof?
It's all coming along swimmingly, isn't it? Hier müssen wir noch sämtliche Türen öffnen, wie scheint. Dass da keiner aufgestanden ist. Ich habe jetzt echt gedacht, dass da jetzt einer aufsteht. Ja, das ist wirklich schlimm hier, diese ganzen Korridore. Aber immerhin gibt es eine Minimap, also das ist ja gut wenigstens. Hast du eine. Hast du eine. Hey, Prompto? What? War das der echte Prompto oder war das Arden? Hä? Weil Noctis, vergesst das nicht. Arden kann sich auch in. Kann auch in deren Erscheinung verwandeln. And what have we here? Clearance level. Nice. Ach so, okay. Ja, ich meine, bisher kommen wir hier gut voran, würde ich sagen. Die Zugangsberechtigung der ID-Karte wurde auf Stufe 2 erhöht. Ja, halt eine Schnauze. Access to level 2 zones authorized. Hier steht gleich einer auf. Die steht auf. Hey, weißt du was? Ganz ehrlich, was verstecke ich mich vor denen? Mach den einfach kurz kalt. Ernsthaft, jetzt fällt mich so einer fest. Ja, das perfekte Ausweichen, das killt sie voll. Das killt die direkt. Hier ist ja nochmal ein Speicherpunkt. Ja, okay, gut, die sind ja wirklich sehr häufig. Die sind ja wirklich sehr fair. Da habe ich dann übertrieben. Ich dachte wirklich, die wären viel seltener, die Dinger. Obwohl, wer weiß, wie lange diese Section. Prompto! Wer weiß, wie lange diese Section noch geht. Poor Prompto must be feeling the heat right about now. Der läuft aber weg. Prompto retten. Oh, was ist das denn? Vier Türen. Keine davon geht auf. Und hier müssen wir. Damn it! It won't budge! Ja, aber ist das auch wirklich Prompto? Sind wir uns da sicher noch? Ich meine, ja, er sitzt da. Du erwartest diese Jumpscares nicht, das ist so krass. Ich finde es tatsächlich ganz cool, dass sie Jumpscares haben. Auch wenn es unpassend ist. Aber mein Gott. Es ist nicht der echte Prompto. Weil er hat doch gerade geschlafen und der hat uns noch gar nicht gesehen. Der wird doch gar nicht wissen, dass wir hier sind. Oder ist es doch, ich hab.
Eine Spinne. Ein Uto. Ernsthaft? Versteinert? Du weißt schon, davon habe ich nicht so viel. Ich bin gar nicht versteinert. Hä, was bin ich denn dann? Ich bin nicht versteinert, okay. Ho! Leute, achso, der hat mich auf Stopp, nicht auf versteinert. Ho, geil. Perfektes Ausweichen. So geil, wenn du das perfekte Ausweichen schaffst, ne? Das ist so satisfying. Ja, genau, weil dieses Prompto retten kommt ja gar nicht bei Gladion Ignis. Wer ist das denn, Prompto? Wir finden es jetzt wohl raus. Ja, ist das halt wirklich keine Überraschung. ID-Karte aktivieren und die obere Etage gehen. Ja, das war doch eigentlich klar. So einfach wär's doch nicht. Die Zugangsberechtigung wurde Security clearance raised to level 3. Access to level 3. Zones authorized. Oh, you should have seen the look on your face. Ah, jetzt kann man hier in diese Räume rein. You'd best hurry. Next time, it might really be your friend. That's one of my best favorites. Ganz ehrlich, das war ja so offensichtlich. Are you certain it wasn't the real thing? Wouldn't want to make a mistake. Oh. Oh. Okay, war nur einer. Voll depressing, wenn du da so allein sitzt. Aber ich finde es auch geil, dass er da halt wirklich übernachtet. Das könnte ich jetzt persönlich nicht, ne? Das habe ich jetzt auch nur gemacht, weil unsere HP nämlich nicht mehr auf Maximum waren. Und ich kein Elixier dafür jetzt verbrauchen wollte. Ah, warte mal, wo jetzt nochmal lang? Ah, wir müssen. Okay, wir können jetzt hier lang. Okay. Oh, it's just so unfair. Ich weiß. Ich fühle deinen Schmerz, Arden. Ich meine, bisher finde ich das den Noctis-Teil gar nicht so schlimm. Ich meine, ich habe ihn davor auch schon mal gespielt. Boah! Und ich habe es davor noch gesagt, dass da einer aufstehen wird. Meine Fresse, jetzt habe ich ja wirklich erschrocken. Ich dachte, das geht nicht auf.
gerade schon sagen, was ist denn hier los? Ja, ich hätte auch gerade in dem Raum speichern können, ne? Ja, okay, das da hinten ist dann unser letzter Ort. Aber gut, es gibt noch zwei Wege, also es kann schon sein, dass es jetzt noch nerviger wird. Wahrscheinlich wird es auch noch nerviger, sonst wird es nicht so viel Hate abbekommen haben. Dieser Teil. Weil es halt eben einfach nur Gänge sind. Das ist halt auch das ist halt auch der langweilige Teil. Das sind einfach nur noch Gänge. Wieso? Achso, ne, okay. Ich dachte, wir wären wieder am gleichen Ort. Your heart's desire so close now. Soon it will be within your grasp. I suggest you take the central elevator. It will take you to your goal. Keine Reaktion, entweder verriegelt oder kein Strom. Aren't you helpful now? Don't look down, don't look down. Ja, deine ID-Karte funktioniert hier nicht. Anscheinend brauchst du eine andere Schlüsselkarte. Den Zentrallift aktualisieren. Gott, was kommen hier jetzt alles für Probleme? Deine ID-Karte funktioniert nicht. Ja, super. Das ist noch viel besser jetzt. Um den Lift zu aktivieren, musst du die Zentralliftkarte finden. Ja, was machen wir mit dem Riesen? Hat er so ein geringes Level, der Typ. Ich bekämpfe ihn jetzt. Oh. Okay, vielleicht war das keine so schlaue Idee. Nee. Also mit diesem Ausweichen macht es das ja schon fast zu leicht. Aber ich meine, gut, man braucht auch irgendeinen starken Angriff. Ich finde es tatsächlich jetzt... Also ich habe da echt am Anfang gedacht, so, boah, das wird jetzt voll behindert ohne seine Waffen. Und ja, klar, ist echt ungewohnt. Aber ich finde tatsächlich, mit diesem Ring macht das auch Spaß. Ich hoffe, man kann ihn als Waffe ausrüsten. Du dummes Stück Scheiße. Wo, was, wie? Warum? Ach ja, wer habe ich vergessen zu sagen? Wie, wo, wer, was, warum? Da ist wieder ein Gigant gespawnt. Ja, das ist schön zu wissen. Naja, gut, aber wie ich sage, machen wir im nächsten Part bei Final Fantasy 15 und ciao.